Moin! Willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht hier so ein Wimmelbild, aber so weit sind wir noch lange nicht. Desinkt. Ich habe schon das Tutorial mal angefangen, kam da aber nicht wirklich weiter, weil ja irgendwie habe ich so den Anschluss da verpasst und war zu schnell. Ich hätte ein bisschen weiter blättern sollen und dann hätte ich das auch geschafft. Aber das machen wir jetzt. Es ist also ganz gut, wenn man da sich ein bisschen Zeit findet für das Ganze. Das ist ein Spiel, wo man erstmal einiges lernen muss. Da kann man nicht gleich drauf los, so wie bei Valheim oder was weiß ich wo. Ne? Also, wir gucken uns jetzt aber erstmal die Optionen an, was man so alles hier einstellen kann. Ihr seht, was ich hier eingestellt habe und Audio, wie immer, die Musik aus. Die hört sich dann so an. Moment, da muss ich doch mal eben gucken, ob ich da schon wieder... Ja, da ist richtig alles. Okay, dann verstehe ich nicht, warum er mir das nicht anzeigt. Na denn, gut, also man hört doch was. Ich dachte jetzt, man hört gar nichts. Hier kannst du die Sprache einstellen, ist ja nicht schwer zu verstehen. Eingang, was, warum auch immer der Eingang steht. Hier kannst du die Tastenzuweisung neu machen. Du hast auch die Möglichkeit, hier mit Controller zu arbeiten. Ich mache den mal gerade an hier. Und gucke mal, aber ich glaube, ich habe das Ganze besser mit Tastatur und Maus hinbekommen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Es ist schon zwischendurch habe ich mir wieder ein paar andere Sachen angeguckt und ja, dann verblasst es doch relativ schnell. Ja, was das jetzt alles hier bedeutet, das weiß man nicht. So, System. Ordner für Protokolle, für Speicherdateien, für Mods. Also es gibt schon einige Mods hier, da kannst du also die Stapelhöhe und sowas verändern und so. Ich habe aber kein Mod installiert. Ich will das erstmal nackend spielen quasi. Nein, man nennt es ja Vanilla-Mode, wenn das ohne irgendwelche Zusätze gespielt wird. Wir spielen das Tutorial jetzt. Deswegen sind wir ja hier auf diesem Kanal, dass ich das Tutorial bewerten kann. So, eine beliebige Taste, um die Simulation zu beginnen. Welcome back, Commander. Your ship has been damaged and I've taken you out of stasis. I am Elaine, Emergent Logistics Artificial Intelligence Network. What you're seeing is a feed from an unidentified planet, where I've deployed a team for you to command. This planet seems to be the source of the damage, and we are unable to leave the planet's orbit until our ship is repaired and the source of the damage is identified. Also, Sprache ist Englisch, der Text ist aber in Deutsch und auch verständlich. So, wir müssen jetzt aber, oder ich möchte auf eins hinweisen. Hier siehst du, was du machen sollst, und das mache ich jetzt erstmal. Establish a small mining facility in order to proceed with ship repairs. This will be your primary objective. Communications are currently limited, so one of the first things you will need to do is to establish an uplink from ground level. Try to find metal and crystal deposits, as we will need them for repairs. So, na, rechts sehen wir immer so ein paar Benachrichtigungen. Keine Ahnung, was das jetzt heißt, aber das kriegen wir sicherlich auch noch raus. So, wir haben hier Kristall und wir haben hier Metallerz. Ich weiß nicht, gibt es ja auch noch andere Erz? Keine Ahnung. So, hier ist jedenfalls schon mal wieder linke Maustaste. Jetzt kriegst du Hinweise zur Steuerung. Ne? So. So, rechte Maustaste und ziehen.
So, jetzt sollen wir einen Scout auswählen. Da ist die Kommandozentrale. Hier ist der Ingenieur. Ich will das mal so machen, dann haben wir ein bisschen besseren Überblick. So, ein Scout haben wir nämlich hier gar nicht. Ich sehe jedenfalls keinen. Ne, das ist auch was anderes hier. Späher, das ist der Scout. Ne? Für mich jedenfalls erstmal. Ne? Ein Scout ist ein Späher, also haben wir den jetzt. Ne? An eine beliebige Stelle. So, wenn ich das jetzt richtig mache, dann müsste hier oben eigentlich jetzt das nächste kommen. Jawohl, also ist der Scout der Späher. Ne? Das ist leider unschön, wenn das mit unterschiedlichen Bezeichnungen hier vollzogen wird. Aber jetzt wissen wir, dass Scout heißt Späher. So. Jetzt wollen wir eine Kommandozentrale aufstellen. Achso, Basis aufstellen. Ich stelle sie mal zwischen den beiden. Jupp, wow. Ne, du, da fährt der nämlich jetzt hin und baut das Ding. Ne? Wir haben jetzt hier auch gerade gesehen, wir haben jetzt weitere Sicht. Ne, bis hier war das eben nur, und jetzt haben wir das hier mit entdeckt und hier oben die ganzen Sachen und wir können jetzt mehr sehen. Das heißt, das spiegelt sich jetzt auch hier oben wieder mehr drin. So. So, jetzt soll ich einen Späher mit einem Laserbergbauwerkzeug aussuchen und den dahin schicken. Aber das bringt nichts, weil gemeint ist hier in diesem Falle der Ingenieur. So, jetzt wollen wir Metallerz. Dann schicken wir den da mal hin. Ihr seht, da klappt es jetzt auch. Und wenn man den hier drauf hält, dann sieht man, es wird abgebaut. Ne? Und jetzt sollen wir den anderen auswählen und der soll hier auch, machen wir mal hier, den Kristallbrocken und wir warten, also ich warte jetzt und gucke, ob der abbaut. Macht er? Okay, gut. Einheiten und Gebäude werden erst funktionstüchtig durch Komponenten, die separat hergestellt werden müssen. Komponenten werden in Sockel eingesetzt. Da kann ich jetzt schon mal sagen, das hier. Das ist ein Sockel und das hier. Ich habe die nämlich gesucht, hier irgendwie links und was weiß ich alles. Aber das sind diese beiden Sockel. Das hier ist ein mittlerer und das ist, glaube ich, ein großer. Kann aber auch ein mittlerer sein. Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es vier Größen: klein, mittelgroß, groß und intern. Ne? So, man kann eine Komponente in einen Sockel derselben oder größeren Größe einsetzen. Verstanden. So, ich kann jetzt Metallerz mit der Fertigungsanlage herstellen. So, ich soll sie jetzt ausrüsten in der Kommandozentrale. Wähle die Kommandozentrale aus. Das habe ich getan. Platziere die Fertigungsanlage aus ihrem Inventar heraus in einem mittelgroßen Sockel auf der linken Seite. Das dürfte dieser sein. So, aus ihrem Inventar. Hier unten haben wir das Inventar und wir sollen die Fertigungsanlage einmal anklicken und dann hier absetzen. Zack. So, wenn wir jetzt dichter ran scrollen, dann sehen wir, das Ding ist da jetzt und kann anscheinend hier arbeiten. Gut gemacht. Die kann jetzt so eingestellt werden, dass sie aus dem gesammelten Erz Metallbarren herstellt. Lege die Produktion fest und du wirst feststellen, dass die Einheiten automatisch die erforderlichen Zutaten liefern. Klicke neben der Fertigungsanlage auf Produktion. Achso, hier. Das ist die Fertigungsanlage, die wir hier haben. Und hier können wir die Produktion ändern. Ne? Jetzt machen wir ein Doppelklick auf die Metallbarren. Oder machen das hier einfach festlegen. So,
Jetzt hat er keine, aber ihr seht, die schießen los. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Die bauen jetzt hier weiter ab. Und der holt das und bringt ihm das. So, automatisiere jetzt die Produktion von Metallbarren, indem du ein eigenes Produktionsgebäude öffne, das Baumenü und baue ein kleines Gebäude. Baumenü, Baumenü, Baumenü hier. Ne, hier ist das Baumenü. So, und wir sollen ein kleines Gebäude. So, dann bauen wir hier mal. Ich baue das mal hier hin. So. Jetzt warten wir erstmal, bis der fertig ist mit dem Bau. Aha, jetzt geht es nämlich hier erst weiter. In der Kommandozentrale sollen wir eine Fertigungsanlage bauen. 10 Metallbarren. So, ändere die Produktion hier, um eine Fertigungsanlage zu erstellen. Und siehe da, da ist die Fertigungsanlage. Anklicken und machen wir hier den Haken. Und der baut jetzt eine Fertigungsanlage. Warten wir mal ab. Dann wird das hier unten ja irgendwann erscheinen. Da ist es schon, ne? Da. So, Gegenstände können auf verschiedene Arten zwischen Gebäuden und Einheiten bewegt werden. Du kannst die Gegenstände mal anklicken. Ne, lesen könnt ihr ja selber. Wähle das neue Gebäude aus. Das ist das neue Gebäude. Klicke auf Anfordern. Ach, hier ist das. Gegenstand anfordern und fordere eine einzelne Fertigungsanlage an. Zack, und ein Haken dran. So, jetzt schauen wir mal, was da passiert. Zack, ist das schon fertig. Und wir haben das Teil da jetzt draufstehen. Ne, ihr seht, das ist das gleiche wie hier. Das steht jetzt da auch. So. So, rüste die Fertigungsanlage aus, ändere die Produktion auf Metallbarren. Also hier drauf geklickt, hier ist die Fertigungsanlage und Produktion ändern, Metallbarren. Ne? Doppelklick geht auch, man muss nicht immer den Haken machen. So, jetzt wird dort der ganze Krempel hingebracht, also Erz, ne, um Metallbarren zu machen. So, jetzt haben wir zwei weitere Gebäude hier machen und ihr seht, hier ist jetzt erstmal Ende. Also und plus 1. Hier haben wir jetzt die 2 und dann machen wir den Haken. Da werden jetzt zwei Stück produziert. Die sehen wir dann unten wieder im Inventar ankommen irgendwann. So, einer ist fertig, zwei sind fertig. So, dann bauen wir jetzt hier wieder ein kleines Gebäude. Mal gucken, können wir das nebeneinander oder weiß ich jetzt nicht, aber sieht so aus, ne? Aber egal, ich baue es mal dahin. Und noch eins. Dann baue ich das mal dahin. So. Dann haben wir schon wieder mehr Zugriff auf diese Sachen hier wahrscheinlich. Ich das richtig sehe. So, wir sollen ja aber hier anfordern die kleine Komponente und zack. So, die wird geholt und da ist sie schon. Ne, ihr seht, das geht rasend schnell und jetzt sollen wir hier Metallbarren machen. Gut. So, das gleiche hier nochmal. Anfordern, Jennen und Haken dran. Zack. So, da ist er. Und auch hier Metallbarren. Prima. Und ihr seht, jetzt ist hier auch der nächste Schritt. Ne, da haben wir alles richtig gemacht, so wie es aussieht. Metallplatten werden ebenfalls hergestellt. Ja. Eine neue Produktion.
Anlage. Aha, da müssen wir jetzt hier erstmal. Den nochmal machen, denke ich. Das weiß ich jetzt aber nicht genau, aber wir werden sehen. So, eine weitere Produktionsanlage bedeutet hier ein mittleres Gebäude und bauen wir mal dahin. So, der ist jetzt fertig und dann fordern wir wieder unser Teil an, da ist es. Wusch. Warten. Und da ist es schon. Ne? Schon drin hier. Da hat also drei Slots. Da können drei Sachen anscheinend rein. Weiß ich aber noch nicht. So. Produktion. Metallplatte. Und Haken dran. So, jetzt bringen die Metallbarren dorthin. Kommandozentrale auswählen. Wow. Stelle mit Hilfe einer Montageanlage mithilfe einer Fertigungsanlage. Das ist ja diese hier. Wir sollen jetzt eine Montageanlage herstellen. Ja, machen wir mal einen Haken dran. Auf einem mittleren Sockel. Das könnte eigentlich denn nur dieser sein, ne? Aber wir schauen mal. Das ist also jetzt kein Angriff, der baut so ab, was man da hört. So, da ist die Montageanlage. Da geht's nicht, aber ich glaube, hier werden wir fündig, jawohl. Wir sollen jetzt einen Uplink bauen, wenn wir die erforderlichen Ressourcen haben. Ne, da wird eine Verbindung zum Mutterschiff hergestellt und wir können dann auch mehr bauen. Ne, also bei jedem Fortschritt kriegen wir auch mehr freigeschaltet dann. Ne, so hier oben haben wir unser vorhandenes Material, was hier so alles passiert. Ne, und ja, da haben wir schon mal die erste Übersicht. So, jetzt wollen wir erstmal die Links-Taste. Und deine ist Forschung unerlässlich. Damit erhältst du den Zugriff auf deine T Stelle eine Leiterplatte her. So, die Montageanlage. Klicken wir vorsichtshalber hier nochmal an. Und hier haben wir jetzt die Montageanlage. Entferne in deiner Kommandozentrale die Fertigungsanlage und platziere den Uplink. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier gucken, den Uplink finden. Da ist er. Ne? Hier machen wir einen Haken dran. So, jetzt gucken wir mal, was hier jetzt passiert. Hier haben wir nichts. Wie kriegen wir jetzt eine Leiterplatte produziert? Da haben wir einen Hinweis. Ein Platz für Auftrag von Montageanlage. Dann gehen wir hier noch mal rein und gucken mal, da oben ist sie. Das Ding wollen wir jetzt erstmal bauen, ne? Damit wir das im Lager haben. So, hier müsste gleich eine 1 erscheinen. Schauen wir mal. Da ist das schon. Jetzt ist die 1 da. Also, das war das, was wir brauchten für den Uplink. Jetzt haben wir alle Sachen zusammen, denke ich mal. Und los geht es. Dann müsste der Uplink hier unten ja erscheinen. Ne? Da steht ein M für mittlere Platte. So. Da ist es schon. Wir werden jetzt das Ding hier erstmal rausnehmen. Ich ziehe das mal hier unten rein.
Das geht sogar. Prima. Und den hier, den ziehe ich jetzt einfach mal darauf. Jawohl, das geht auch. Prima. So. So, keine aktiven Forschungen und der Pfeilzeichen nach rechts ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber er ist ja da. Und dann gehen wir da mal drauf. Hier müssen wir nochmal Linksklick machen, damit wir auch sehen, was wir machen sollen. Der Blick ist vorhanden. Du kannst mit deiner Technologieforschung beginnen. Greife auf den Technologie einen der anfänglichen Forschungsknoten aus. Forschung haben wir gemacht. Basisbaum, das ist, denke ich mal, hier. Menschliche Intelligenz, ja, die müsste überall mal erforscht werden. So, also hier. Zack. Und können wir das beiseite ziehen? Nee, leider nicht. Aber der ist zusammengeklappt jetzt. Das ist ja schon mal gut. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier machen können. Signalübertragung. Damit können wir vielleicht dann noch mehr bauen. Ne? Mal sehen. Einfache Strukturen. Erweiterter Spektrum. Und hier einfacher Strom. Okay, also und hier haben wir Leiterplatte, die haben wir schon. Das haben wir eigentlich schon, oder? Ich klicke hier trotzdem mal drauf. Das ist noch nicht erforscht. Und das wird freigeschaltet. Signalleser, interne Komponente. Ressourcen erkennen, das ist immer gut. Jawohl. Also wollen wir die Forschung festlegen, Haken dran. Und du kannst sie dann zwischendurch abbrechen oder pausieren. Gut. Ich mache hier mal. So. Bergbaubots brauchen wir jetzt. Produziere in der Kommandozentrale eine Leiterplatte. Da sind wir schon in der Kommandozentrale. Und da sollten wir die Leiterplatte bauen können. Bergbau, eine Bergbaukomponente, also das Ding hier. Hier wird viel mit Fotos gearbeitet. Ist ja vielleicht auch ganz gut. Ne? Wir müssen jetzt erstmal warten, bis die fertig ist hier. Die Sachen werden geliefert. Und da ist es schon fertig. Prima. Ne? So, jetzt müssen wir sehen, dass wir das Ding hier bauen. Finden wir die. Wo ist sie denn? Ist sie das hier? Nee, das ist sie nicht. Das ist der Arbeiterbot. Den finde ich jetzt nicht hier. Bergbau. Da ist er. Ein Bergbauer. Zack. Dann müssen wir mal warten, bis der fertig ist. Den kriegen wir den hier unten in das Inventar rein. So, wollen wir mal gucken, ob man den Arbeiterbot ohne Leiterplatte bauen kann. Den hatten wir eben schon gefunden. Das ist der hier. Ne? Und da muss auch noch eine Leiterplatte. Ne? Ihr seht, wir haben eine zu wenig. Also machen wir jetzt erstmal noch eine Leiterplatte. Sonst klappt das Ganze ja nicht. Ne, das ist ja das Gute, dass da auch die Beschreibung bei ist, was brauchst du dafür? Ne, das ist beim Crafting eigentlich überall so, dass man sieht, welche Materialien brauche ich, um was herzustellen. So, Leiterplatte ist fertig. So, dann wollen wir mal unseren, nee, Läufer nicht, den Arbeiterbot herstellen. Das können wir jetzt. Hopp. So, jetzt sollen wir die Bergbaukomponente auf dem Arbeiterbot. Einfache Signale. Okay, dann machen wir zwischendurch mal die Forschung auf. Dann machen wir einfache Strukturen. Peng. Und das Ding wieder zu.
Prima, so produziere eine Leiter, bla 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 bla. So, die Bergbaukomponente auf dem Arbeiter. So, was haben wir jetzt hier? Das ist Bergbau. Und wo ist der Arbeiter? Das ist ein Turm, das ist eine Fertigungsanlage. Ist der hier draußen jetzt irgendwo? Habe ich jetzt nicht aufgepasst oder habe ich was versäumt oder hier ist irgendwas, hier hakt was. Wir haben doch hier genug, oder nicht? Verstehe ich nicht. Den will ich schon mal hier wegbringen. So, der stört nur da. Da bin ich jetzt doch ein bisschen verwirrt, jetzt sagt er hier. Hey, was ist denn das hier? Scoutradar? Was soll der denn da jetzt? Ach, ich habe den noch markiert. Ich muss den erstmal wieder markieren hier. Ja, irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Ja, dann machen wir die mal auf. Und machen wir einfach einen Strom hier auch. Ne, dann haben wir schon ordentlich was erforscht, aber ich komme jetzt hier nicht weiter. Ne, wir haben ja den hier, Bergbauer, und wir kriegen keine Leiterplatte mehr. Warum nicht? Hier ist doch alles voll, hier alles voll. Dann wollen wir mal was anfordern hier. Anfordern. Machen wir mal 10. Und dann fordern wir noch mal was an hier. Die Metallbarren, da machen wir auch noch mal 10. So, wollen wir mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Was braucht denn der noch hier? So. Das hat doch vorher immer geklappt. 5 Barren. Ja, das ist gut, aber Montageanlage produziert das. Aber tut sie nicht. Dann machen wir jetzt erstmal noch eine Leiterplatte, wenn es geht. Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Ja, jetzt haben wir eine Leiterplatte. Gut. Und jetzt nochmal wieder den hier. Was war der Arbeiter, ne? So, jetzt müsste es aber klappen. Wir haben jetzt sogar zwei Leiterplatten, siehst du. So. Wo ist er denn jetzt? Wir haben jetzt einen Bergbauer und der andere muss ja auch irgendwo sein. Ich mache erstmal hier nochmal Forschung
Einfache Robotik. Können wir hier noch irgendwas machen? Menschliche Intelligenz können wir nicht. Außerirdisch können wir alles nicht. Also müssen wir hier weitermachen. Fangen wir hier wieder an und machen von links nach rechts. Alles soweit und gut. So, jetzt suche ich aber. Das ist ein Speer. Ist das wirklich wahr, dass es auf dem Speer rauf muss? Dann wollen wir mal gucken. Bergbauer. Aha. So, montiere die Bergbauer auf den Arm, stelle ihn Metallerz. So, mal gucken, ob das jetzt klappt. Ah ja. Also, der baut jetzt ab. Das ist also ein Speer. Okay. Also, das ist schade, dass das jetzt hier unterschiedliche Begriffe sind. Ihr seht ja, das verwirrt auch mich und ich denke mal auch viele andere, weil das ist ja nicht so auf der Hand liegend. Ne? So. Hier sehen wir jetzt, dass gerade Verhaltensweisen erforscht werden und so weiter. Aber warum? Das ist also anscheinend nicht das Richtige, was ich gemacht habe. Muss ich einen Läufer nehmen? Weiß ich nicht. Also da kommen wir jetzt im Moment nicht wirklich weiter. Eine Leiterplatte, die haben wir. Bergbaukomponente und ein Arbeiterbot. So, also nochmal, bis wir es dann drauf haben. Bergbauer. Der braucht auch nur Kristall und Metallbarren. Also der braucht gar nicht das andere. Machen wir nochmal. Wop. So. So, der ist fertig. So, und jetzt noch ein Arbeiterbot. Jetzt würde ich den hier mal dahin tun. Was ist das hier? Das ist verstreute Ressourcen. Damit ich dann auch sehe, was jetzt hier neu kommt. Ne? Denn wir wollen ja jetzt ein Arbeiterbot bauen. Ne? Das ist ja dieser hier. So, und los geht's. So, jetzt mal aufpassen, wo der erscheint. Wenn er erscheint. Ja, hier. Ne, der ist ja noch nicht fertig da. Der ist noch am Bauen, oder? Da fehlt schon wieder was. Leiterplatte fehlt. Wir haben doch die Leiterplatte, du Hirni. Da ist doch die Leiterplatte. Also müssen wir jetzt hier noch eine Leiterplatte bauen. Also das ist ja auch im Early Access das Ganze und das sei Ihnen verziehen. Da ist noch nicht alles hundertprozentig. Ne, wir können uns ja freuen, dass wir schon ein bisschen was machen können hier. Also. So, jetzt haben wir zwei. Jetzt müsste der Arbeiterbot aber gebaut werden können. Ich will mal warten. So, jetzt mal aufpassen, wo erscheint der? Da. Ah, das da. Jetzt habe ich's. Ich war zu doof, das zu sehen. So, da sollen wir jetzt einen draufpacken. Zack. Ne? Gut, da haben wir jetzt die Komponente draufgepackt. Und wir sollen den auf Metallerz einstellen. Zack und los geht's.
So, jetzt geht das da auch weiter, ne? Also von daher, es ist immer ganz gut, wenn man hier sieht, es geht jetzt weiter. So, wenn eine Einheit. Aha, also die fehlenden Sachen werden normalerweise automatisch transportiert. So, Einheiten können angeschlossen werden. Logistiknetzwerk. Also, es gibt ein Logistiknetzwerk. Wenn sie zum ersten Mal gebaut sind, sind Roboter standardmäßig aus im Netzwerk. Durch Drücken von P wird der Bereich angezeigt, den das Logistiknetzwerk abdeckt. Ich dachte, P wäre Pause. Okay, laut Erläuterung sind im Codex X. So, dann drücken wir erstmal P. Ah, das ist unser Netzwerk hier. Wir können ja auch noch ein bisschen rausscrollen, das Ganze ein bisschen beiseite schieben. So, das ist unser Logistik oder die Reichweite unseres Logistiknetzwerks. Ich drücke nochmal P und jetzt drücke ich mal X. So. Hier können wir also einiges nachlesen. Ihr seht auf der rechten Seite den Codex und da hast du jetzt also die Möglichkeit, ganz viel nachzulesen. So, der gehe zu auf etwas in der Lager, aber geht er dann, übergibt seinen Gedanken. Steuerung durch den Macht. Der visuell kann auch einen belegen, wenn er Pop-up-Parameter. So, das ist jetzt relativ abstrakt, was Sie hier erzählen. Da muss man sich erstmal reindenken. Ne? Also das habe ich noch nicht gemacht. Reindenken kann ich zwar schon, aber hier habe ich das noch nicht gemacht. Um die Ziele zu verfolgen, klicke auf jedes Ziel, um zu erfahren, was zu tun ist. Ah ja. Aha, hier kannst du das deaktivieren. So, Grundlagen für den Einstieg. Kamerabewegung. Hier können wir das nochmal nachlesen, was wir zu Anfang hier gemacht haben. Ne, das ist ja schon mal ganz praktisch. Ne, wer also vergessen hat, wie er was macht, der hat hier die Möglichkeit, einfach durch Drücken von X dieses Menü hier aufzurufen und nochmal nachzulesen. Oder auch eben zu suchen. Ne, hier können wir suchen und die ganzen Sachen hier auch anklicken. So. Ja, man kann per Drag und Drop ziehen, das haben wir teilweise schon gemacht. Kristall direkt von einem Roboter auf ein Gebäude fallen lassen. Auf dem Boden, ne? Aber das Logistiknetzwerk erkennt das nicht, wenn du das auf den Boden gestellt hast. Man kann also entweder machen wir die wieder aufnehmen oder per Radar erkennen und zurückholen. Also visuelle Anzeigen. So, das Raster, die P-Taste, das haben wir ja gerade gemacht hier. So, dann gibt es drei visuelle Modi, durch die man mit Tabulator blättert. Stromnetz als auch Logistiknetzwerk. Ein Roboter in dem Netz erhält Strom aus dem Stromnetz. Hier sehen wir auch so Symbole. Das dürften hier so Stromsymbole sein. Irgendwie so ein Blitz. Mal gucken. Ich drücke mal X. So, jetzt drücke ich nochmal P. Jetzt gehen wir mal runter. Ja, ne, das ist hier so ein Blitzsymbol. Da kriegt er also Strom ins G. Ne, das ist also schon mal ganz praktisch. So, dann drücken wir mal mit Tabulator jetzt hier die Sachen durch. Aha. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Overlays werden versteckt und nur visuelle Register anzeigen Standard. Okay, dann drücke ich mal wieder P, dass ich da rauskomme und X. Da sind wir leider wieder am Anfang. Wir waren ja eben schon ein Stückchen weiter, aber das ist nicht so schlimm. Da kommen wir ja wieder hin.
Ja, also ihr seht hier an diesen Blitzsymbolen, da ist Strominski. So. Ja, das sind die Modi hier. Ja, und das finde ich auch schön, dass sie das auch hier alles auf Deutsch übersetzt haben. Die Fotos zwar nicht, das sind ja Bildschirmfotos dann wahrscheinlich, aber da ist nochmal eine Beschreibung dabei. Das haben die ganz prima gemacht, finde ich schon. Für Early Access ist das schon ganz schön weit, finde ich. Also, der aktuelle Auftrag, den ein Roboter ausführt, das ist hier, ne? So. Und dann haben wir hier unten noch die Aufgaben, die Elaine uns gibt. Ne, das ist das. Uplink haben wir gemacht. Und das ist das, was wir jetzt gerade machen. Ne, also hier gibt es ganz viel zu lesen. Das kann ich dann auch nur jedem empfehlen. Es ist immer gut, wenn ich lesen kann, ist hier falsch. Ne, so gerne mir das leid tut. Aber da gibt es ja Gott sei Dank nicht so viele Menschen, die Probleme mit dem Lesen haben. Ne? Und manche schämen sich auch, dass sie nicht lesen können. Das ist dann einfach nicht möglich, diesen Menschen. Und es gab früher noch viel mehr Analphabeten. Also von daher, ne? Also ich habe mit diesen Menschen auch Mitgefühl, weil du musst einfach lesen können in dieser Welt. Das ist einfach so. So, ich drücke jetzt noch mal X und dann sind wir wieder raus und ich sage hier mal verstanden. So. So, wo habe ich denn jetzt meinen Bergbauroboter? Also das ist auch der, den ich jetzt hier zuletzt. Letzter Arbeiter. So. Linke Maustaste auf das Symbol. Muss ich jetzt erstmal finden. Da ist es. Hier unten ist es. Das ist das Menü des angeklickten Fahrzeugs. Verbinden. Jawohl. Also, das war richtig. Hier haben wir jetzt die nächste Anweisung. Öffne das Baumenü, baue ein Lagergebäude. So, Baumenü und das sieht aus wie der Lagerblock. So, dafür brauchen wir das und das. Das kriegen wir hin. Wo wollen wir den denn mal bauen? Den Lagerblock. Das wäre ja ganz gut hier, das so in der Nähe dieser Sachen zu machen. Da ist rot, da ist rot. Zack. So. Schauen wir mal, was passiert. So, also das war schon mal das Richtige, was wir gebaut haben. Und ihr seht, hier ist auch wieder die Verbindung hier, diese, ne? Der Lager teilt der Einheit, wo sie, wenn der Bergbaubot keine Ressourcen mehr halten kann, legt er alle seine auf dem Lagerblock, sodass er mit dem Bergbau wähle eine deiner Bergbaueinheiten aus. So, Lagerparameter hier und den auswählen. Ich klicke mal links. Aha, jetzt hat er abgeladen. Es war richtig. Nun geht es hier weiter. Nun geht es darum, Produktion von Verstärkern. Beginne mit dem Bau des mittleren Gebäudes. Mittlere Gebäude, also Baumenü. Da ist das mittlere Gebäude. Und ich denke mal, das werde ich, glaube ich, hier oben bauen, weil hier haben wir ja schon diese Leiterplatten. Vielleicht brauchen wir dann nur kurze Wege. Schauen wir mal. Ne, Leiterplatten nicht, sondern Metallplatten. Und wir sollen jetzt verstärkte bauen. Und wenn das in der Nähe ist hier mit den Platten, dann passt es vielleicht. So, der ist noch am Machen hier.
Jetzt haben wir zu wenig. Wir brauchen noch eine Leiterplatte, mindestens. Schauen wir mal. So, denn hier zeigt er ja an, zwei Stück. So, mal sehen. So, eine haben wir und jetzt haben wir zwei. Jetzt fehlt noch eine. Also die irgendwie zählt er die eine hier unten gar nicht. Ne, denn. Aha, jetzt haben wir zwei. Okay. Gut. So, jetzt haben wir den erstmal gelöscht, den Auftrag. Sonst produziert er ohne Ende jetzt diese Platten. So. Eine Montageanlage. Eine Montageanlage bauen. Die bauen wir hier. Da ist sie. Was brauchen wir denn da? Fertigungsanlage. Ja, das müsste eigentlich alles gehen und einen Haken dran. Dann kriegen wir den auch geliefert. So, jetzt haben wir die hier. Ich ziehe sie mal jetzt einfach hier hin. Ah, den macht er da oben drauf. Also da unten war zu klein, aber jetzt haben wir das Ding hier oben drauf. Ne? Und jetzt verstärkte Platte. Also hier gucken. Und was ist das hier? Da ist schon die verstärkte Platte. Jo, dann. Jawohl, war richtig. Also müssen wir noch so ein Produktionsgebäude bauen. Da brauchen wir wieder, ne? Ich mach das mal hier hin. So, dann haben wir zwei Leiterplatten. Die können wir jetzt gleich in Auftrag geben hier. Zack und plus 1. So, jetzt haben wir 2 und Haken dran. So, dann mal gucken, was hier passiert. Wir müssen ja dann irgendwann hier unten die beiden Leiterplatten haben. Die fehlen auch noch da, die Circuitboards. Kommt irgendwie nicht in Gange hier jetzt, ne? Ach, eine ist reserviert von Ablink, deswegen ist die 1 hier immer. So, was fehlt hier jetzt? Hallo? Es ging doch bisher immer. Wir den. Wie war denn das jetzt? Hier lagern und hier abbauen. Mal gucken, ob er das macht hier. Ja, also er baut hier was ab. Das war ja anscheinend das, was uns noch fehlte. Da war keiner eingeteilt. Und er liefert das dann dahin. So, dann wollen wir mal gucken, ob es jetzt hier was wird mit uns. Ah, der ist wieder raus, der Befehl.
plus 1. Ich sehe den aber noch nicht hier unten auftauchen. Irgendwas scheint hier noch nicht so zu funktionieren. Aber wir haben ja jetzt die Dinger, die wir abbauen hier. Also müsste da über kurz oder lang etwas kommen. Ja, da ist die erste. Und dann machen wir noch eine. Ich mache hier nochmal die 1 hin und zack. So. Ja, wir müssen jetzt eine Montageanlage errichten, wenn wir die fertig haben. Dö, 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 dö. So. So, und ab dran. Jawohl, jawohl. Also es wird schon hier schon mal angezeigt. Und fertig ist die Laube und wir ziehen das Ding hier rauf. Und da ist es. Ne? Und hier machen wir jetzt lauter Leiterplatten. Produktion, Leiterplatten, Haken dran. Aha, alles klar. Hier haben wir jetzt alles richtig gemacht und geht weiter. Also wenn du das Stromnetz erweiterst, wird auch das Logistiknetzwerk erweitert. Verstanden. Kraftfelder sind Komponenten, die ermöglichen dir, deine Stromnetze zu vergrößern oder ein gänzlich neues und separates Netz zu starten. Du solltest mit der Erweiterung beginnen, damit du weiter entfernte Ressourcen. Stelle eine Komponente für ein kleines Kraftfeld her. So, dann wollen wir erstmal gucken, was ist denn ein kleines Kraftfeld? Da, das ist das kleine Kraftfeld. Und was brauchen wir da? Wir brauchen eine Leiterplatte und Verstärkte. Da haben wir schon eine. Und dann wollen wir jetzt erstmal wieder den hier machen. Die brauchen wir ja. Nee, warte mal. Die müssten ja da schon produziert werden, da rechts. Also denke ich mal, bauen wir das Ding jetzt einfach. Und gucken mal, ob das klappt. So, was haben wir hier denn? Er meckert jetzt hier. Ein und ein, aber der muss ja. Können wir denn hier was anfordern jetzt mal? So. Ja. Ah, der hat aber hier alles. Da ist er auch, da ist er doch. Aha. Die haben uns von hier nach da die Leiterplatten gebracht. So, Silizium ist eine neue Ressource, die für die Erforschung und bla bla bla. Können auf dem Plateau gefunden werden. Du kannst Kraftfelder um dein Stromnetz unter der Ressourcen Silizium. Stelle einen Bot ein, der Silizium abbaut. Okay, Forschung öffnen. Wollen wir nur einmal irgendwo klicken, dann klappt das wieder rein. So, wir haben das haben wir jetzt, das haben wir jetzt. Dann wollen wir hier noch mal, machen wir hier am besten gleich die Stromübertragung. Wo wir gerade dabei sind, machen wir das so und den Haken hier unten und fertig ist die Laube. Jo. So, ich glaube, die Grundlagen des Spiels, die haben wir jetzt kapiert. Wir können jetzt die Sachen bauen und sind dabei jetzt schon das Ganze zu erweitern. So, dann wollen wir das mal wieder aufklappen hier. So, hier wollen wir mal gucken. Ich würde mal sagen, das hier, das ist Quarzsand. Quarzsand, das sind Siliziumkomponenten, ne? Was haben wir hier denn noch alles? Quarzsand, Quarzsand, Farbenblume und hat da eben noch was angezeigt. Irgendwas ist weg. Quarzsand. So. Das wird hier als Quarzsand angezeigt. Ne, jetzt sollen wir, wir haben ja noch einen Arbeiter. Dann brauchen wir noch einen.
Ich hoffe, ich finde den jetzt. Den haben wir ja vorhin zweimal gemacht. Ist ja auch gut so. Und ja. Ne? So, dann stellen wir nochmal den Bergbauer. Machen hier einen Haken dran. Und dann werde ich den da drauf packen. Sieht schon mal gut aus hier. So, da ist er. Ich packe den da mal drauf. Und dann. Kommt er? Ja, er kommt. So. So, mal gucken, ob das richtig ist jetzt hier, was ich gemacht habe. Quarzsand. Ja. So, das ist also Quarzsand ist das Silizium, was wir brauchen. Okay, jetzt hat er, sucht er automatisch den nächsten Punkt und zieht hier Quarzsand ab, jawohl, baut er ab. So. Ein Lagergebäude. So, das machen wir noch. Das Lagergebäude bauen. So, dann wollen wir mal gucken. Nee, das war ja falsch. Das war ja gar nicht richtig. Nämlich falsch. So, dann. Hier. Das macht vielleicht Sinn, die nebeneinander zu bauen. So, was brauchen wir hier? Also die Leiterplatten, die hat er schon gleich hier gefunden. Und da brauchen wir diese hier. Und die kriegt er auch geliefert von dort, meine ich. Oder naja, von dem anderen da, von dem einfachen. Ja, ne, 19 und so weiter. Also, irgendwann ist das Gebäude dann hier auch fertig. So. Ne, das dauert jetzt was, wir haben nicht so viel. Also wir müssen mal warten. So, wie sollen wir denn ein Arbeiterbot herstellen? Dann machen wir das mal hier. Das ist der Bergbauer und das ist der Arbeiterbot. Da brauchen wir wieder eine Leiterplatte, aber die haben wir jetzt schon automatisiert, Gott sei Dank. So, dann warten wir mal. Der müsste ja dann hier wieder erscheinen, nehme ich mal an. Na, hier wird so langsam wird es hier was. Aha. Dann machen wir erstmal hier so. Jetzt erstmal. Diese Rechnung auf die Schaltfläche des Arbeiters, Logistiknetzwerk und setzt ein Häkchen im Transportweg. Gehe zu Einheit auswählen. Ja, Forschung öffnen, machen. Da machen wir jetzt hier den mittleren und gut ist. Ja, damit das wir so alles auf gleicher Höhe haben. So, das war jetzt schon mal völlig falsch. Also nochmal hier. Rechte Maustaste hier drauf. Aha. Transportwegkästchen. Aha. Lege jetzt den Zielpunkt fest.
Irgendwas haben wir jetzt hier. Ja. Linke Maustaste da drauf. Aha, das war anscheinend richtig. Der ist jetzt unterwegs zu dem und holt die Sachen da ab. Den Lagerpunkt. Es wäre ja schön, wenn das schon fertig ist. Deswegen haben sie auch geschrieben, bau das erstmal und dann. Ne? Das dauert ja noch. So, während der Arbeiter klicke mit der Linke auf die Schaltfläche lagern und klicke dann auf das Lagergebäude, das du gebaut hast, bevor du es als Lagerpunkt festlegst. Kannst ebenfalls durch direktes Ziehen. So, und warten wir jetzt mal, bis das hier endlich fertig ist. Da fehlen noch drei Metallplatten. Das wäre dann vielleicht hilfreich, wenn man schon mal mehr von diesen Bots baut, diese Transportbots. Ne, dann geht das Ganze auch schneller. Hier wird ja alles so nach und nach erst. Jetzt haben wir zwei einfache Robotiker. Das können wir zwischendurch mal machen. Machen wir hier erweiterter Strom. Das ist ja anscheinend auch wichtig. Also machen wir hier Forschung festlegen und Tschüssikowski. So, kannst du schon mal forschen, mein lieber Freund. Ne? So, hier, was ist jetzt hier? Einer fehlt noch. Dann ist das Ding fertig. So. Einer noch, komm, bitte. So, dann gucken wir schon mal lagern. War das hier? Ja. So, dann klicken wir jetzt hier drauf, ne? So, jetzt ist er unterwegs und packt das da rein und geht dann zurück und holt dann die nächsten Sachen hier ab. Hier wird ja abgebaut, Quarzsand, hoffe ich. Hey, der ist voll noch oder was? Mal gucken, was jetzt passiert hier. Gehen wir da mal von aus. Irgendwie passiert hier nichts, ne? So, ich habe jetzt hier rechte Maustaste den angeklickt und der soll abbauen, aber anscheinend ist der voll. Und du? Ja, also von da nach da, das ist ja schon richtig. Aber irgendwas klappt hier jetzt nicht. Zuletzt musst du den Lagerpunkt, das haben wir gerade gemacht. Ja, so, es ist mir jetzt nicht verständlich, warum das nicht weitergeht. Blub, 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 blub. Da haben wir den nicht verbunden. Ich habe da jetzt mal drauf geklickt. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war oder nicht. Aber hier haben wir irgendwas noch nicht richtig gemacht. Also den. Gebäude haben wir. Jawohl, und klicke ich das mal an hier. Der hat ja schon 20 Quarzsand. Vielleicht dauert das so lange, ich weiß es nicht. Aber das ist eine Sache, die man ja herausfinden kann. Ne, man kann das ja notfalls nochmal nachvollziehen.
Wenn man hier jetzt guckt, ne, hier gibt es viele Sachen und da kann man notfalls hier noch mal gucken, ne, immer dran denken, X gedrückt. So, dann gehen wir hier mal runter und jetzt drücke ich mal speichern und wir können hier unten eingeben. Sag mal Stream 1 und zack, Spiel gespeichert. Okay, so, dann wollen wir das Spiel beenden. Kannst das auch neu starten, kannst auch ein anderes laden. Ich beende jetzt, ja. Und da sind wir wieder. Und bevor ich jetzt zu Steam zurückkehre, beende ich das Video. Sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich. Bis dahin viel Spaß beim selber Spielen. Tschüss.